Hallo und herzlich willkommen zum Steuernews 2022. Und diesmal seht ihr, es gibt keine Nummerierung. Das heißt, dieses Jahr ist wirklich so wenig, ich sag mal, Wichtiges beschlossen worden, dass es alles einen Weg in eine einzelne Präsentation gefunden hat. Und für alle, die mich fragen, wann kommt eigentlich mal ein Update der Steuervideos, das Recht, was ich damals hatte, das war so, ich glaube, 2017 oder so ähnlich. Ist jetzt veraltet, stimmt, da habt ihr recht. Ich komme aktuell nur nicht dazu. Ich hoffe, dass ich dann 2027, also wenn es insgesamt 10 Jahre vergangen sind, dass ich dann dazu komme, mal das komplett unter dem neuen Licht erscheinen zu lassen. Aber die wesentlichen Grundlagen greifen immer noch zu und ich schaffe es aktuell nur quasi über diese Steuernews hier, die Details anzupassen. Deswegen fangen wir auch gleich damit an. Auch wenn die Gliederung jetzt größer sieht, so viel ist es nicht, es ist relativ schnell behandelt. Das erste ist die Verlängerung der Homeoffice-Pauschale. Zweitens die Erhöhung der Sachbezugsfreigrenzen. Drittens Grundsteuerreform. Hier das Thema Neufeststellung. In der Grundsteuer passiert zwar ziemlich viel, aber die Neufeststellung ist das, was jetzt am ehesten droht und wichtig wird. Dann kommen wir zu viertens und auch fünftens Mindestlöhne und Azubi-Mindestvergütung. Die ändern sich ja jedes Jahr, zumindest die Mindestlöhne sogar jedes halbe Jahr. Mal sehen, wie es dann später weitergeht. Sechstens Erhöhung der Grenze für Zuwendungsbestätigung. Siebtens die Abschaffung der degressiven AFA. Was ich erstens begrüße, weil es eine unansehnliche Abschreibemethode ist, auch wenn sie die realistischste meistens ist. Und zweitens, ja, es ist einfach sehr anstrengend, wenn man mal die drin hat, dann nicht. Und die wird immer mal wieder aktiviert, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden und dann wieder deaktiviert. Deswegen, ich mag das nicht, dass es bei der immer so hin und her ist. In dem Jahr darf man den nächsten wieder nicht und dann wieder hin und wieder zurück. Und ist einfach keine schöne Sache. Dabei muss ich sagen, die bereits gebildeten degressiven AFA-Sachen dürfen natürlich weiterhin so abgeschrieben werden. Beziehungsweise ein Wechsel zur linearen ist natürlich möglich. Und ja, für neue dann aber halt nicht mehr. Das achte ist wahrscheinlich das wichtigste und schwerste Thema dieses Jahr, die Optierung zur Körperschaftsteuer. Das klingt sehr unspektakulär und auf den ersten Blick sieht das nach einem Geschenk der Finanzverwaltung aus. Aber ich möchte jeden, der darüber nachdenkt, das zu machen, auf diesen Punkt verweisen, da bis dahin zu warten oder meinetwegen auch bis dahin zu springen. Denn hier gibt es sehr, sehr viele Fallstricke und insgesamt glaube ich, dass es eigentlich fast nie positiv ausfällt, dahin zu optieren. Ich halte das für sehr, sehr großen, gefährlichen Fehler. Das hier ist natürlich auch keine Beratung, auch keine Einzelberatung. Es kann durchaus sein, dass ein Einzelfall es tatsächlich besser ist. Das muss man mit dem jeweiligen Steuerberater, den man hat, abklären. Aber insgesamt glaube ich, für die meisten Unternehmen droht hier eine relativ große Gefahr und die möchte ich gerne aufzeigen. Beziehungsweise es ist mehr als eine, man müsste es also sagen, Gefahren. So, und der Rest ist relativ unspektakulär. Die Verlängerung der Corona-Sonderzahlung, dann nur zehntens die Verlängerung der IAB-Investitionsfrist, elftens die Steuermeldung für Minijob, das ist vielleicht noch interessant, wissen viele nicht, muss man jetzt aber melden, und zwölftens für die Einkommensteuer der niedrigere Verlustrücktrag. Fangen wir vorne an, weil hin so weit weg ist, mit erstens der Verlängerung der Homeoffice-Pauschale. Die wurde mit dem Paragraf 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 4 EStG eingeführt am 01.01.2020 und war befristet bis 2021. Aber es ist geplant, diese jetzt bis 31.12.2022 zu verlängern. Das würde ich persönlich begrüßen und finde das allgemein sinnvoll. Nicht nur, weil es eine Homeoffice-Pflicht wegen Corona noch gibt, und Corona nicht besiegt ist und ja, ich halte mich jetzt mal so, jetzt geht politisch zurück. Meines Erachtens, wenn man so weitermacht, langfristig die auch das auch nicht beseitigen kann. Aber selbst wenn dem nicht so wäre, für die Leute, die allgemein im Homeoffice arbeiten, selbst wenn keine Pandemie ist, ist das eigentlich eine sehr sinnvolle Sache. Sie beträgt 5 Euro pro Tag, der komplett im Homeoffice gearbeitet wurde, maximal 16 Euro pro Jahr. Das heißt, es wurde keine weitere Arbeitsstelle an diesem Tag aufgesucht. Es muss kein Arbeitszimmer vorliegen. Liegt jedoch ein Arbeitszimmer vor, dann muss man sich entscheiden, entweder setzt man das Arbeitszimmer oder die Pauschale an. Man kann nicht beides ansetzen. Die Homeoffice-Pauschale wird in die Werbungskostenpauschale mit einbezogen und nicht separat gewährt. Also man kann nicht sagen, ich mache ein Homeoffice, packe ich als Pauschale drauf. Nein, in die Werbungskostenpauschale, wenn man die nicht überschreitet, da ist die Homeoffice-Pauschale schon mit drin. Die Erhöhung der Sachbezugsfreigrenze gilt ab 01.01.2022. Da wird der Paragraph 8 Absatz 2 Satz 11 EStG in dem Sinne geändert, dass Angestellte pro Monat nicht nur 44, sondern auch ab jetzt 50 Euro pro Monat sozial- und lohnsteuerfrei Sachbezüge erhalten können.
Dann sind wir auch schon bei der Grundsteuer der Neuverstellung. Und im Zuge der beschlossenen Grundsteuerreform sind erstmalig für das Jahr 2022 alle Grundstücke nach den neuen Vorgaben festzusetzen. Und das betrifft ca. 36 Millionen Grundstücke, die neu zu bewerten sind und Eigentümer und Finanzämter deswegen von natürlich einem sehr hohen Aufwand und einer Arbeit darstellt. Das muss alles neu bewertet werden. Das ist ein Riesending und da hängen mehr oder weniger alle dran. Und wichtig ist, dass die notwendigen Feststellungserklärungen, die abzugeben sind, ab dem 1.7.2022 zur Verfügung stehen sollen. Also ab da kann man versuchen, das Grundstück feststellen zu lassen. Für einen Eigentümer von einem Gebäude ist das ein bisschen lästig. Für Großeigentümer, die mehrere Immobilien haben, ist das tatsächlich ein riesiger Aufwand und auch für die Finanzverwaltung. Ja, zu den Mindestlöhnen. Die Mindestlohnkommission hat ja am 30.06.2020 die neuen Mindestlöhne beschlossen, die dann immer wieder stufenweise erhöht werden und ab 01.01.2021 gelten. Und hierbei wurde leider verpasst, die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro nach oben hin anzupassen. Das bedeutet natürlich, wer Minijobber ist, der darf jetzt nur noch weniger Stunden machen, ansonsten kommt er über die 450 Euro und zahlt kein Minijobber mehr. Da laut § 12 Teilzeitbefristungsgesetz die Angabe einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit, die maximal 25% überschritten werden darf, oder einer Höchstarbeitszeit, die nicht überschritten werden darf, von der jedoch auch bei geringerem Abruf 80% der vereinbarten Zeit bezahlt werden muss. Kleiner Tipp, beides kommt genau mathematisch aus selbe hinaus, das sind nur verschiedene Begriffe. Aber weil das notwendig ist, ergibt sich nach folgender Formel nachfolgende Tabelle für die beschlossenen Mindestlöhne. Rechnen wir die wöchentliche Höchstarbeitszeit aus mit 450 Euro pro Monat durch den Mindestlohn Euro pro Stunde mal 12 Monate durch 52 Wochen. Und dann mal 0,8 für die Mindestarbeitszeit. Dann kommen wir auf folgende Dinge. Ab 01.01.2021 der Mindestlohn 9,50 Euro, das wissen wir alles, schon alles passiert, heißt 47,36 Stunden im Monat. Das heißt eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 10,93 oder eine Mindestarbeitszeit von 8,74 Stunden natürlich. 1.7. ist auch schon vorbei, da ist der Mindestlohn auf 9,60 Euro gestiegen. Deswegen durfte man nur noch 46,87 Stunden pro Monat arbeiten. Und wenn im Vertrag eine wöchentliche Höchstarbeitszeit genannt ist, 10,81 Stunden. Ansonsten muss man die Mindestarbeitszeit nennen und die wäre 8,65 Stunden. In 2022 geht es weiter, ab jetzt mit 9,82 Euro, das heißt mit 45,82 Stunden pro Monat. Das entspricht einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 10,57 Stunden und einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit von 8,46 Stunden. Und ab 01.07.2022 steigt er ziemlich stark an auf 10,45 Euro. Das heißt, 43,06 Stunden pro Monat sind nur noch möglich, es sei denn, die Geringfügigkeitsgrenze wird noch angepasst. Das heißt also, eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von weniger als 10 Stunden, höchstens 9,93, beziehungsweise bei der Mindestarbeitszeit 7,95. Alle, die mit dem Minijob zu tun haben, bitte darauf achten, dass die entsprechend angepasst werden müssen. Es reicht hierbei ein kleiner Nachtrag zum Arbeitsvertrag, dass man den Mindestlohn erhöht oder den Lohn erhöht, wenn es halt der Mindestlohn ist. Bitte beachtet, wenn bei euch Tarifverträge gelten, dann haben die natürlich eventuell Vorrang. Allerdings der Mindestlohn kann auch von dem Tarifvertrag nicht unterschritten werden. Damit sind wir bei der Azubi-Mindestvergütung, die quasi sich ähnlich entwickelt. Beginnend mit dem Jahr 2021 hat das BBEG oder im BBEG Regelung zur Mindestvergütung stattgefunden. Und demnach haben alle Azubis, außer natürlich jeder, wenn ein Tarifvertrag eine höhere Vergütung vorsieht, einen Anspruch auf Mindestvergütung, die davon abhängt, wann die Ausbildung begonnen wurde und in welchem Ausbildungsjahr man sich befindet. Befindet man oder hat man die Ausbildung 2021 begonnen, dann erhält man im ersten Lehrjahr 550, im zweiten Lehrjahr, das wären jetzt so für die, die letztes Jahr angefangen haben, wie jetzt hier, bei 649 Euro, wenn sie jetzt das zweite Lehrjahr erreichen. Im dritten Lehrjahr 742,50, sollte wahrscheinlich keiner sein. Im viertes Lehrjahr ist rein rechnerisch absolut unmöglich, sind 770 Euro. Die kommen dann halt die nächsten Jahre. Der Azubi, der jetzt dieses Jahr seine Ausbildung beginnt, startet natürlich im ersten Lehrjahr mit 585 Euro und wird dann in den nächsten Jahren natürlich auch gestaffelte Erhöhungen bekommen. Erst noch auf 690,30 Euro, dann auf 789,75 Euro und im vierten Lehrjahr 819 Euro. Auch für nächstes Jahr, wer anfängt, gibt es schon Werte. Da startet man mit 620 Euro im ersten Lehrjahr. Das erhöht sich dann im zweiten auf 731,60 Euro, im dritten auf 837 und im vierten auf 868 Euro.
Dann sind wir bei dem Thema Zuwendungsbestätigung, die Erhöhung der Grenze dafür, die ab 01.01.2022 erhöht wurde, sprich das, was man spenden kann. Das heißt, man kann halt mehr spenden, aber wann ist eine Bescheinigung nötig? Wann kann ich es auch so angeben? Bisher konnte man bis 200 € ohne Hinterlegung von einer Spendenbescheinigung diese Spende ansetzen und diese Grenze wird jetzt erhöht auf 300 €. Das heißt, wenn ihr in 2022 eine Spende unterhalb von 300 € tätigt, dann braucht ihr dafür keine Spendenbescheinigung, um die steuerlich geltend machen zu können. Außerdem ist ein digitales Dokumentationsverfahren in Planung, was die Papierbescheinigung ablösen soll. Wie weit das aber durchgesetzt wird und wie schnell das geht, ist halt fraglich. Deswegen lassen wir das mal nochmal erwähnt. Und wir auch schon bei der Abschaffung der degressiven AFA sind. Es galt ja für Wirtschaftsgüter, die in den Jahren 2020 bis 2021 angeschafft wurden, wurde ja der Paragraph 7 Absatz 2 ESTG, also die degressive AFA, ja, aktiviert, wieder anwendbar gemacht. Und das ist jetzt am 01.01.2022 ausgelaufen. Die degressive AFA wird wieder abgeschafft. Das heißt, wenn wir jetzt ein Wirtschaftsgut ab 01.02.22 anschaffen, dann dürfen wir nicht mehr degressiv abschreiben, sondern nur noch linear oder mit Leistungs-AFA. Zumindest steuerrechtlich. Handelsrechtlich kann man mehr oder weniger fast alles machen, was man möchte. Allerdings muss das dann halt im Steuerrecht korrigieren, was sehr unangenehm ist. Es ist meist zu empfehlen, Steuer- und Handelsbilanz möglichst nah beieinander zu halten. Ab 01.01.2022 greift erstmals der Paragraph 1a KStG, also diese sogenannte Optierung zur Körperschaftsteuer, was ganz wichtig ist. Und der ermöglicht es Personengesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften, freiwillig zur Körperschaftsteuer zu optimieren. Also freiwillig zu sagen, wir sind zwar keine Körperschaft, aber wir möchten steuerlich mit der gleichgestellt werden und so behandelt werden. Die Rechtsform wird dabei beibehalten, aber steuerrechtlich wie eine Kapitalgesellschaft behandelt. Das hat folgende Auswirkungen. Schauen wir uns das mal an. Bei der Körperschaftsteuer vor der Optierung gab es keine, denn es war keine Körperschaft. Nach der Optierung wurde der Gewinn der Gesellschaft im Jahr des Gewinns mit 15% Körperschaftsteuer belastet. Der Gewerbesteuer war es vor der Optimierung, aber auch nach der Optierung abhängig vom Hebesatz, da ändert sich gar nichts. Aber in der Einkommensteuergebnisveränderung, und zwar vor der Optierung war es so, im Jahr des Gewinns wurde ja die Feststellungserklärung gemacht und da wurde der Gewinn auf die Gesellschafter verteilt und die mussten das als Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach ihren persönlichen einkommensteuerlichen Verhältnissen versteuern. Optiert man allerdings, dann wird erst im Jahr der Ausschüttung quasi auf dieser Ebene der Gewinn fällig, und zwar in Form von 25% pauschaler Kapitalertragsteuer, wobei man hier auch freiwillig wieder zur Einkommensteuer optieren könnte, wenn die drunter liegt. Ein Rücktritt von der Optierung ist nicht möglich, außer die Voraussetzungen werden nicht mehr erfüllt, zum Beispiel wenn es nur noch einen Gesellschafter gibt. Der Antrag zur Optierung muss spätestens einen Monat vor Ende des Wirtschaftsjahres eingereicht werden. Und gesellschaftsrechtlich erfordert dies einen Beschluss von mindestens 75% aller Gesellschafter. Das heißt, man könnte hier quasi steuersparend agieren, wenn man sich nur aus rechts anschaut. Zum Beispiel, wenn wir die Gewerbesteuer weglassen, 40%. Und bei der Einkommensteuer können wir halt bis zu 45% landen. Und man kann es vor allem steuern. Klingt erstmal ganz nett, wie gesagt, hat aber massiv riesige Probleme. Der steuerliche Vorteil ist nämlich gar nicht mal so groß, wenn man sich das noch durchrechnet. 15% Körperschaftsteuer plus 25% Kapitalertragsteuer macht 40%, das nah am Höchstsatz der EST von 45% liegt. Also macht man gerade mal im Best-Case-Szenario 5% gut. Die Optierung zur Einkommensteuer bringt uns gar nichts, denn wenn wir drunter liegen, dann wäre es genauso auch gewesen, wenn wir niemals die Optierung zur Körperschaftsteuer gemacht hätten, weil dann hätten wir ja sowieso nur den Einkommensteuersatz. Und wenn wir drüber liegen sollten, dann wird es ganz ungünstig. Ergibt also nicht viel Sinn. Einziger Vorteil ist, man kann den Moment der Besteuerung wegen der Thesaurierung belasten. Also sprich, man kann sagen, gewisse Gewinne werden als Gewinnvortrag behandelt oder als Rücklagen behandelt in der Gesellschaft und werden gar nicht erst ausgeschüttet, was natürlich bedeutet, ich kann damit steuern, wie viel Geld mir einkommensteuerlich zufließt und wie viel damit zu versteuern ist. Aber über kurz oder lang wird eh alles versteuert werden müssen. Es ist also nur ein zeitlicher Faktor, in der natürlich in puncto private Liquidität allerdings eine Rolle spielt.
gibt Tierung sowohl hin als auch zurück, stellt steuerrechtlich dennoch leider eine Umwandlung dar. Das ist nämlich das Gemeine. Man wird nicht umgewandelt, aber es wird so getan, als ob. Und das hat ein massives Problem. Und zwar alle stillen Reserven werden aufgedeckt und versteuert. Sprich, wenn ich da ein Grundstück drin habe, was nach allem Bewertungsmaßstab ist, dann wird das neu bewertet, hat natürlich Mehrwert. Dieser Mehrwert ist technisch als Gewinn zu versteuern und als stille Reserve. Und ja, löst damit im Moment der Umwandlung schon mal die volle Steuer aus. Und last but not least, was ich persönlich mit am anstrengendsten finde, es ist nur eine fingierte Umwandlung. Denn das hat folgendes Problem: Wenn die Personengesellschaft aufhört, zum Beispiel, wir haben eine Gesellschaft mit zwei Gesellschaftern, sei es ein OHG, und ein Gesellschafter muss aufhören, zum Beispiel wegen Tod, dann hat man nur noch eine Person, ist damit keine Personengesellschaft mehr, sondern erstmal quasi ein Einzelunternehmen. Damit ist diese rechtliche Umwandlung, die Optierung, nicht möglich gewesen. Das bedeutet, es wird automatisch zurückgewandelt und thesaurierte Gewinne werden automatisch ausgeschüttet. Das versteht jetzt kaum jemand, vermute ich. Ich versuche es mal ein bisschen besser zu erklären. Beispiel: Wir haben, wie gesagt, die zwei Gesellschafter OHG. Die meinetwegen 50-50-Beteiligung spielt gar keine Rolle. Und die optiert jetzt zur Körperschaftssteuer und sagen wir mal, die macht jedes Jahr 30.000 Gewinn, schüttet 10.000 aus und tut jedes Jahr 20.000 thesaurieren, als irgendeinen Gewinnvortrag einbehalten, weil sie halt das Geld meinetwegen nicht ausschütten möchte an die Gesellschaft. Die haben aus anderen Einkünften noch genug. Und jetzt sind 60.000 Euro Gewinn. So, nun stirbt da eine Gesellschafter und 60.000 Euro Gewinn sind thesauriert. In dem Moment oder in dem Jahr, wo der Gesellschafter stirbt, ist es keine OHG mehr technisch gesehen, weil es nur einen einzigen Gesellschafter hat. Sie muss zurückgewandelt werden, weil diese Optierung zur KST nicht möglich ist. Und weil es keine Kapitalgesellschaft mehr ist, kann ein Gewinn nicht thesauriert werden. Das heißt, er wird automatisch in dem Jahr ausgeschüttet und muss in dem Jahr vollkommen versteuert werden. Was natürlich dazu führt, dass man relativ schnell an einen hohen Steuersatz und eine hohe Nachzahlung kommt. Deswegen ist es, finde ich, sehr suboptimal, diese Optierung. Dann würde ich jeden raten, wer gerne eine Kapitalgesellschaft möchte. Der sollte doch am besten einfach eine gründen oder wenn er keine gegründet hat, aber jetzt einen möchte, einfach richtig umwandeln. Dann gibt es nämlich diese ganzen Probleme nicht. Und dieses Hintertürchen, in Anführungszeichen, ich kann ja doch wieder zurück werden zu einer Personengesellschaft. Dieses Türchen kann man manuell nicht öffnen. Man kann nicht freiwillig sagen, ich möchte jetzt wieder zurückwandeln. Das geht halt nur dann durch Ausscheiden, bis noch ein Gesellschafter übrig ist. Und das ist alles sehr unpraktikabel. Also ich rate stark davon ab, ich sehe hier nur sehr, sehr geringe Vorteile, nur in der zeitlichen Steuerung. Und dieser Mischmasch ist es so, als nimmt man das Schlechteste der Personengesellschaft und packt das Schlechteste der Kapitalgesellschaft noch dazu. So ungefähr empfinde ich diese Optierung, rate deswegen davon ab. Wobei das, wie gesagt, im Einzelfall mit dem Steuerberater abgestimmt werden muss. Ich mache hier keine Beratung, aber ich wüsste jetzt aus dem Kopf kaum eine Konstellation, in der das wirklich mal einen richtigen Vorteil bringt. Ja, damit sind wir bei der Verlängerung der Corona-Sonderzahlung. Man durfte die ja ursprünglich bis zum 31.12.2021 den Arbeitnehmern auszahlen, bis zu 1.500 Euro Lohn, Steuer und SV frei. Und mit dem Abzugssteuer-Entlastungsmodernisierungsgesetz, netter Begriff für Hangman, wurde diese Frist bis zum 31.03.2022 verlängert. Was wahrscheinlich nicht allzu viel bringt, weil die Arbeitgeber, die es den Angestellten wirklich was Gutes tun wollen, die haben die schon längst ausgeschüttet. Und die, die es nicht getan haben, weil sie es nicht wollten, die werden das höchstwahrscheinlich auch nicht tun. Ist also an sich eine Quatschregelung. Das könnte sich höchstens irgendwann noch sinnvoll machen, wenn das mal wieder ein zusätzlicher Bonus wird. Aber für diesen ganzen, wie ist das jetzt? Ich glaube, 2020 hat das ja angefangen am 1.1. Und jetzt bis zum 31.03.2022, also für die 2,25 Jahre. In der Summe, diesen Betrag bringt, glaube ich, nichts. Da muss man mal wieder mal einen neuen erlauben, ehe da wieder eine Ausschüttung stattfindet. Verlängerung IAB-Investitionsfrist. Die kam ein bisschen spät, fand ich persönlich. Die meisten werden die Reinvestition schon gemacht haben oder nicht in der Lage sein zu tun. Diese Frist wird denen höchstwahrscheinlich auch nicht helfen. Dürfte also auch nur eine kleine Gruppe an Personen betreffen.
Allerdings wurde halt mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz in Verbindung mit den Körperschaftsmodernisierungsgesetzen, den Paragraphen 7G, 52 Absatz 16 Satz 3 bis 4 und Nummer 4 StG, wurde die Investitionsfrist verlängert. Wenn diese 2021 enden würde, dann darf man sie immer noch in 2022 tätigen. Gibt auch nicht mehr dazu zu sagen. Auch kurz ist die Steuermeldung zum Minijob allerdings sehr wichtig. Ab dem 01.01.2022 sind alle Minijobs auch steuerlich zu melden. Das bedeutet, man benötigt die Steuernummer des Arbeitgebers, die Steuer-ID des Angestellten sowie die Kennzeichnung der Besteuerung, also Pauschal- oder Lohnsteuerklassen oder was auch immer. Ist jetzt also keine große Änderung tatsächlich, aber habe ich in der Praxis festgestellt, gibt es einige Angestellte, die damit aus irgendeinem Grund seltsame Probleme haben. Ja, aber wie gesagt, einfach nur dran denken, ist einfach nur eine neue Meldepflicht. Ah ja, gilt auch für bereits bestehende Minijobverträge, vielleicht noch zu erwähnen, stimmt. Neue natürlich sowieso, aber auch die alten müssen da an dem Punkt nachgemeldet werden. Ja, und da sind wir schon beim letzten Punkt, der niedrigere Verlustrücktrag, beziehungsweise wieder der ursprüngliche Verlustrücktrag in der ESC. Beschlossen mit dem dritten Corona-Steuerhilfegesetz in Verbindung mit § 10d Absatz 1 Satz 1 StG wurde ja damals für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 der Verlustrücktrag auf 10 Millionen Euro pro Kopf, also 20 Millionen bei Zusammenveranlagung, angehoben. Und das wird ab 2022 quasi zurückgedreht auf die ursprüngliche 1 Million bei Einzelveranlagung, beziehungsweise 2 Millionen bei der Zusammenveranlagung. Ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt, haben die wichtigsten Themen durch. Ich hoffe, es war für die, die sich mit Steuerrecht befassen, natürlich wieder interessant. Und wenn ihr noch Fragen, Ergänzungen habt oder sowas, gerne in die Kommentare. Ich werde dann versuchen, möglichst natürlich darauf einzugehen. Und ansonsten sage ich, wir sehen uns später, beziehungsweise hören uns später und lesen uns später. Ich freue mich immer, wenn ihr mir das schreibt. Macht es nicht gut, macht es besser und tschüss.